bahnbrechende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Derby am Samstag. Hergisliu schlägt Wilisau 20-17 daheim in der bradelnden Steinacher Halle vor 520 Zuschauern. Schultersieg für Thomas Suppiger. Und gerade nachher Schultersieg für Marco Hodu. Power bapt. Hergisliu ist zurück. Für Hergisliu hat jetzt die Saison auch angefangen. Nach der zerschmetternden 28-9 Niederlage vor einer Woche auswärts gegen Freiand. Schmach vergessen. Napfringer schlägt den Schweizer Meister in einem packenden, bis fast zum Schluss offenen Duell. Vor dem letzten Kampf ist es noch hauchdünn 17-16 für Hergisliu gestanden. Und für ein Intermezzo am Matterhorn zurück, man staunt den früheren Erfolgstrainer, den Gianni Maroschwöldi. Es wird aller Voraussicht nach eine Ausnahme bleiben. Stefan Glanzmann, Co-Trainer von Hergisliu, 20-17 Schlussresultat. Mit welchen Erwartungen sind wir heute in die Steinacherhalle gekommen, zu gewinnen, oder? Ja, natürlich. Nach der Niederlage letzten Samstag sind wir ein bisschen wachgerüttelt worden. Und eigentlich ist das Derby zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Man hat heute Ringer wirklich können ihre Bestleistungen abrufen und durch das, ja, nach dem Abwägen habe ich gewusst, da liegt heute etwas drin und dann können wir unsere ersten zwei Punkte einfahren. Die Rechnung ist für Hergisliu heute aufgegangen. Allerdings nicht sofort. Vor der Pause haben die Napfringer 2 Wilisau 3 Siege können aufs eigene Konto verbuchen. Zusammengezählt, Wilisau ist mit 5 Punkten 7-12 noch in Führung gelegen. So hat hier zum Beispiel der Routinier, der Akos Koriza, dem jungen Samuel Scher von Wilisau nicht können Paroli bieten. Der technische Leiter von Wilisau, der Timo Zeder, gefragt, mit welchen Erwartungen sie nach Hergisliu gekommen sind. Wir hatten in den letzten ein Verletzungspech gehabt. Wir sind 3 bis 4 Ringer, die noch nicht ganz fit sind. Und jetzt sind wir mit einem sehr verjüngten Team hier angetreten. Und wir haben nicht gewusst, was für ein Hergisliu auf uns zukommt. Gegen Freiamt haben sie nicht so stark aufgestellt. Wir haben gedacht, dass eher ein starkes Hergisliu kommt. Und von dem her war unser Ziel, einfach möglichst dem Gegner Paroli bieten. Ein Sieg haben wir eigentlich gedacht, ist eher schwierig. Weil Hergisliu sicher eine Reaktion zeigen auf die Niederlage der letzten Woche. Welche Erfolge den anderen Mannschaften der Swiss Hutter League gelungen sind? Kriesere hat Schattdorf mit 25-11 keinen Lichtblick gelassen. Und Einsiedler sind daheim gegen Freiamt immerhin noch 3 Siege gelungen, was mit 13-23 eine geringere Niederlage ist als Kriesere in Schattdorf. Die aktuelle Ringreportage hier auf Telenav Tele Zentralschweiz sehen Sie zuerst. Verpassen Sie auch nicht die detaillierte Analyse zu den einzelnen Kämpfen am Dienstag und das Votum vom langjährigen Hergiswiler Erfolgstrainer in der Sendung, der Johnny Meint, mit Bewertungen und Prognosen auf die kommenden Kämpfe vom Gianni Maroschwöldi hier auf dem Sender. Ringen dank starken Partner.
Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.